So we would like to hand over and welcome our chairwoman of the board, unsere Vorsitzende, Dr. Monika Grifan. Ja, guten Abend. Wir freuen uns. Das Haus ist schon fast voll. Morgen wird es noch ein bisschen voller. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Henrik von Verden von der Uni, unser Dekan, ist hier und vertritt natürlich unseren Präsidenten, der heute leider nicht hier sein kann, aber uns natürlich auch sehr grüßen lässt. Dann freue ich mich ganz besonders, den Bürgermeister dieser Stadt, Ulrich Mädke, hier begrüßen zu können, der auch gleich noch zu uns sprechen wird. Und eine besondere Freude ist mir auch Birgit Onet, die Staatssekretärin für Europa und regionale Landesentwicklung in der niedersächsischen Staatskanzlei, hier zu begrüßen, die natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass hier auch dieses Gebäude mitsteht und dass sich hier Lüneburg weiterentwickeln kann. Und es wollen ja viele nach Lüneburg, die kennen das ja alle von den Roten Rosen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnswerbung, jeden Tag eine Dauerwerbesendung für Lüneburg, nicht? Zweimal am Tag eine Stunde, wer hat das schon? Welche Stadt hat das schon? Ja, und dann haben wir natürlich unseren super Ehrengast heute. Das ist seine königliche Hoheit, Prinz Carlos de Bourbon de Parme aus dem niederländischen Königshaus. Und wir werden gleich, ich werde ihn noch ein bisschen mehr vorstellen, bevor er redet, werden wir von ihm ein wenig hören, wie Cradle to Cradle in den Niederlanden sich schon entwickelt und wie er die Zukunft sieht. Wir sind sehr gespannt auf seinen Vortrag. Aber bevor er zu Worte kommt, will ich ein bisschen, weil hier ja viele, viele Gäste sind, die vielleicht noch nichts von Cradle to Cradle gehört haben, werde ich ein bisschen was erzählen, worum es hier eigentlich geht. Heute ist ja der Auftakt zum 4. Cradle to Cradle Kongress in Lüneburg und wir werden ihn diesmal eben international, Deutsch und Englisch bestreiten. Wir haben inzwischen hier in Lüneburg die wichtigste Austauschplattform zu Cradle to Cradle weltweit, wo eben alle Bereiche zusammenkommt, also Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs, Gruppen, Ehrenamtliche, Bürger, Konsumenten, alle, die etwas damit zu tun haben und dieses Mal eben auch mit einem besonderen Schwerpunkt auf Bau. Und deswegen haben wir auch viele Architekten, viele Leute aus dem Baubereich hier zu Gast und wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier diesen Schwerpunkt diesmal intensiv diskutieren können im neuen Zentralgebäude der Universität, das von dem Stararchitekten Liebeskind konstruiert worden ist. Und ich glaube, alle sind sehr gespannt, wie sich das hier so anfühlt, eine internationale Konferenz zu machen. Und wir haben unsere Beiräte hier, ganz viele tolle Leute, die uns immer unterstützen. Und wir freuen uns, dass auch viele von denen heute Abend hier schon sitzen. Und ich werde sie morgen natürlich zu Beginn des Kongresses auch nochmal besonders vorstellen. So, was ist denn eigentlich Cradle to Cradle? Ja, wir denken ja in Deutschland immer und in Niederlanden glaube ich auch, dass wir alles schon ganz richtig für die Umwelt machen, dass es Kreislaufwirtschaft gibt, dass es schon den grünen Punkt gibt, dass es Abfallbehandlungsanlagen gibt. Aber Cradle to Cradle ist eben etwas mehr. Cradle to Cradle ist eben die Idee, dass es eben keinen Abfall mehr gibt, sondern dass wir nur noch Produkte haben, die gesund für Mensch und Umwelt sind, dass wir die Materialien immer wieder nutzen können und dass wir sozusagen dann auch als Nützlinge, als Menschen auftreten und nicht als Schädlinge und nicht etwas machen, was weniger schlecht für die Erde ist, sondern was positiv, was gut für die Erde ist. Und wenn wir uns anschauen, Ameisen, die Biomasse von Ameisen ist viermal so groß wie die von Menschen und trotzdem sind sie kein Problem. Ameisen machen keinen Abfall, sondern sie haben einen Stoffwechsel, dass alles immer wieder genutzt wird. Und das müssen wir uns nur abgucken. Und wir können das, wir sind intelligent als Wesen, wir sind kulturelle Wesen. Cradle to Cradle ist ein kulturelles Konzept. Es ist eben nicht nur ein technisches, es ist nicht nur ein wirtschaftliches, es ist nicht nur ein Umweltprojekt, sondern es ist eben ein kulturelles Konzept. Man muss anders denken, man muss in anderen Systemen denken. Und das ist das Entscheidende. Und die drei Prinzipien, die sozusagen damit zusammengehen, ist eben, dass
es technische und biologische Kreisläufe gibt. Also jeder Stoff ist wieder ein Wertstoff für ein neues Produkt oder einen neuen Kreislauf. Dass wir eben nur erneuerbare Energien nutzen, kommt natürlich uns zugute, dass wir sowieso an der Energiewende arbeiten und eigentlich die Perspektive haben, nur noch erneuerbare Energien zu nutzen. Und was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir kulturelle und biologische Vielfalt preisen, dass wir sie feiern, dass wir wirklich versuchen, das als positiv zu betrachten. Denn wenn wir Effizienz tatsächlich ausschließlich betrachten würden, dann würden wir irgendwann nur noch ein Glas Wasser und eine Tablette brauchen. Dann wären wir sehr effizient und wahrscheinlich würden wir damit die Erde auch retten können. Aber wir hätten keinen Spaß mehr. Und es soll uns ja auch Spaß machen. Wir wollen schöne Produkte, wir wollen Lust haben. Es soll alles schön sein. Denn sonst kriegen wir auch nicht die Menschen dazu, dass sie mitmachen. Und das versuchen wir hier zu entwickeln. Also, wir wollen einen positiven Fußabdruck, nicht einen weniger schlechten hinterlassen. Wir wollen lernen vom Überfluss in der Natur, wie beim Kirschbaum, der eben mehr Blüten produziert, als er hinterher Kirschen hat. Aber es ist eben kein Abfall, sondern es ist hinterher eine nützliche Sache für die Insekten, für den Kompost, der daraus wird. Es ist eben ja sozusagen das, was für uns ein Vorbild, für uns ein Partner ist. Also, wir brauchen neue Perspektiven und das ist genau das, was in dieser Zeit, wo wir über Transformationen diskutieren, eine ganz wesentliche Grundlage ist. Wir brauchen neue Perspektiven, aus denen wir die Herausforderungen unserer Zeit angehen. Und dazu gehört eben, einfach ganz anders an die Sachen heranzugehen, ganz anders zu denken. Was spielt der Verein, den wir hier gegründet haben, Cradle to Cradle, die Organisation, für eine Rolle? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir leben also durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge und eben durch die viele ehrenamtliche Arbeit, die hier, werden Sie sehen, viele unserer Mitglieder, unserer Aktiven durchführen. Wir organisieren Vorträge, wir haben seit 2013 eine Regionalgruppe. Die erste war übrigens hier in Lüneburg. Wir haben inzwischen über 40. Wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin, die eine Anlaufstelle ist. Und wir haben jetzt diesen Kongress, der vierte in dieser Reihe, in dem wir wirklich als Plattform organisiert sind, wo alle zusammenkommen, sich austauschen und voneinander lernen. Und es soll, wie gesagt, auch Spaß machen. Deswegen haben wir morgen Abend auch wieder ein kulturelles Highlight. Also im Fokus steht für uns die Denkschule, alle Ebenen von Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Design zusammenzubringen. Auch die Designer sind ganz wichtig, die sollen schöne Dinge machen, aber auch die richtigen Materialien wählen. Viele Unternehmen machen das schon, davon kann man sich morgen beim Kongress überzeugen. Und wir haben sehr gute und praktische Beispiele hier, Unternehmen, die hier sind und das beweisen, dass sie das können. Wir brauchen die Politik, die muss nämlich Rahmen setzen. Und wir brauchen natürlich auch Innovationen im Finanzbereich, damit man eben auch neue Modelle in Transaktionen entwickeln kann, nämlich zum Beispiel Service-Modelle, dass man ein Fenster, was jetzt hier von Schüco, ein Cradle-to-Cradle-Unternehmen, hier im Gebäude drin ist, nicht mehr kaufen muss, sondern nur noch das Durchschauen ausleiht oder die Fenster ausleiht und das Durchschauen bezahlt. Also Nutzen statt Besitzen muss natürlich auch finanziert werden und das ist etwas, wo wir auch die Finanzbranche noch brauchen.